Ja, da drüben ist der Baumarkt, ne? Und der ist eigentlich gut, der hat gutes Angebot. Aber hier in der Gegend, hier rundherum, sind da noch mehr Baumärkte. Ne? Und hier ist ein Repo, also ein Restpostenmarkt. Ne? Und da will ich mal reingehen, mal gucken, ein bisschen schnüffeln, ob ich was finde hier, was ich so in meiner neuen Wohnung gebrauchen kann. Denn spätestens nächsten Mittwoch kriege ich ja die Schlüssel und dann werde ich mal sehen. Wir sind in diesem Bereich über hier Nähzeug, Gardinen aller Art, hier Jalousien, ne? Dann hier, was man so zum Maler alles braucht. Und hier dann hier Tapeten, hinten Teppiche, Werkzeug und alles ein bisschen preiswerter als woanders. Ne? Deswegen Restposten Sommermarkt. Ne? Na, Gardinen muss ich erst ausmessen. Ne? Gardinen waren in der Türkei schweineteuer. Da hatte ich ja hier für meine Wohnung allein 800 Euro bezahlt gehabt. Ne? Ja. Hier in diesem Bereich gibt es alles hier für hier Möbel, Haushaltsgeräte. Ne? Möbel ist mal hier drüben drin. Und ja. Und sowas, alles was man für den Haushalt gebrauchen kann. Ne? Da, ich habe den Wagen und da habe ich ein Stück Teppich. 45,99. 2 Meter mal 2,90. Ja, das geht in Ordnung. Und ich habe mal geguckt, ein Teppich hier. Man bezahlt sonst das 5-fache, 6-fache für einen Teppich. Mal schauen. Tja, da sind noch so ein paar kleine Töpfe. Ne? Und dann hier für Kartoffel, hier Stampfkartoffel. Ne? Dann zum Fleischklopfen. Ne? Fleischklopfe. Ja, das soll es jetzt mal heute wieder reichen. Muss ich auch wieder alles tragen, naja. Auch in mein kleinen knuffigen Auto passt der Teppich rein. Schön, herrlich. Tja, was soll ich sagen? Für die drei Töpfe, ne, mit verstärkten Boden und Deckel, so wie ich sie auch gebrauchen kann, ne, den Teppich, den Stampfer für die Kartoffel, Stampfkartoffel, ne, oder andere sagen Kartoffelpüree, und den Fleischklopfer mit Metall auf den Enden besetzt. Ne? 101 Euro. Ja, ist okay. Kann ich nichts zu sagen. Also man findet auch Schnäppchen hier in Deutschland, wenn man nachsucht. Man muss bloß gucken. Ne? Man muss suchen, gucken und dann klappt das auch. Und ich bin begeistert. Ne? Naja, zur Türkei. Hier muss ich so sagen, was man so mitkriegt, hier ist noch hier von hier, was sich teilweise abspielt. Teilweise scheinen ja bei einigen Deutschen hier die Nerven völlig blank zu liegen. Ne, hier, die gehen hoch an der Decke wegen all möglichen Kleinigkeiten und, oh nee. Also da bin ich ganz froh, dass ich hier jetzt in Deutschland bin. Ne, und nächste Woche kriege ich meine Wohnung, Gott sei Dank. Also ich will ja kein Urteil mehr erlauben über irgendwelche Leute oder irgendwen. Ne? Hier, das muss ja jeder selber wissen, wie was er macht. Also keiner konnte richtig die Situation voraussehen. Ne? Also das, was hier gekommen ist und das, was wir hier nachher alles da hier über uns ergehen lassen mussten, hier, naja gut. Das war nicht absehbar. Ne? Und, aber 4 schöne Jahre. Und die 4 schönen Jahre, die kann keiner nehmen. Sage ich immer wieder, Türkei ist ein schönes Land. Auch wenn jetzt sich die politischen, sozialgesellschaftlichen Bedingungen hier für Auswanderer völlig gedreht haben. Ansonsten, man kann dann auch Urlaub machen dort. Und Urlaub wird im Augenblick überall teurer. Wenn man das hört, dass dann hier ab Sommer die Flugpreise 20% teurer werden, Mallorca 33% wird teurer. Zumindest habe ich so im Internet gelesen. Ne? Und nicht schön. Ach man, bin ich halt froh, dass ich gerade noch so eine Abkommen geschafft habe. Denn machen wir uns nichts vor, es wird immer schwerer, in Deutschland eine Wohnung zu finden. Ne?
Und das ist für viele dann das Problem hier, wenn sie zurück wollen nach Deutschland, eine Wohnung finden. Und wenn ich jetzt nicht meinen Bruder hätte, ne, hier, dann hier, tja, irgendwo im Hotel in der Pension schlafen. Und dann, jetzt warte ich ja noch, bis ich so die Wohnung habe, hier einen Monat, ne? Und einen Monat in Deutschland in der Pension. Und dann, wenn man nicht selber kochen kann, mehr essen gehen, irgendwas, ne? Das geht ins Geld. Und so bin ich doch sehr gut dran. Ne? Falls euch gefallen hat, Abo da lassen, ne, Daumen hoch und ein auf die Glocke hauen. Ich freue mich auf meine Wohnung nächste Woche. Bis dann.